Einen wundervollen Leben. Patrick hier im Rahmen meiner Analogfotografie-Videoreihe kommen wir heute mal zu einem, ich sag jetzt mal, verhältnismäßigen Youngtimer. Ihr habt es unten eh schon gesehen, brauchen wir nicht diskutieren. Und eigentlich, wenn man es ganz genau nimmt, ist es ein kombiniertes Video. Aber wenn es euch interessiert, bleibt einfach dran. Was habe ich denn heute im Gepäck? Wie gesagt, unten habt ihr es eh schon gesehen. Ich habe heute die Canon 1000F. Eine relativ leichte Kamera, alles Plastik verbaut. Baujahr 1990 und ich glaube bis 91 ist sie gebaut, also nicht lang unterwegs gewesen, sage ich jetzt mal. Ja, was gibt es denn dazu zum sagen? Ja, eigentlich gar nicht viel. Gespeist wird sie mit der 2CR5 Batterie. Kann sie ja mal ganz kurz rausholen. Dass ich ein bisschen Videomaterial habe. So, schauen wir mal schnell. Da haben wir das coole Stück. Kennt jeder. 2CR5, ja, habe ich auch richtig gesagt. Ja, viele Einstellmodi. Lock, klar. Dann, dass der an ist. Porträtmodus, Landschafts-, Makro, bla bla bla. Programmautomatik, Blendenvorwahl, Zeitvorwahl, also. Ganz normales Zeug und hier noch ein Einstellrädchen. Ja, das, wenn man jetzt, sagen wir mal, Blende verstellen will, geben wir einfach bloß auf AV für Aperture. So, und dann kann man hier dann schauen, wenn man das dreht. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Ich hoffe, drücke auch in die richtige, ja, dass man halt hier Blende einstellen kann. Mit der Zeit ist es genauso und halt so ein paar Kleinigkeiten einstellen kann. Genau. Genau. Ja, was sonst noch? Ja, ich habe ja gesagt, das ist ja ein kombiniertes Video. Das hat auch den Grund, ich habe ein Tamron-Objektiv hier drauf. 28 bis 200 mm Brennweite. Relativ, ich sage mal, viel Spielraum. Und das brauche ich auch, weil wir gehen heute Abend nämlich nach Steibis. Da haben Steffis Nichten vom Trachtenverein eine Aufführung. Und da werden wir uns das dann mal anschauen. Die Kinder freuen sich. Und da habe ich mir gedacht, was nimmst du mit für eine Kamera? Sollte natürlich eine sein, die relativ gut zu bedienen ist. Weil wenn ich da erst mit Blende und was weiß ich, Belichtungsmesser da umeinander machen muss, das wird mir zu kritisch. Und da habe ich gedacht, ich nehme eine, die ich A noch nicht vorgestellt habe und B, die, mit der ich relativ leicht, kann man sagen, zurechtkomme. Dass ich einfach auch schnell gute Fotos machen kann. Und ja, als Film nehme ich einen APX 400er. Das müsste auch passen. Gut, hat ja einen eingebauten Blitz, das gute Ding. Alles gut. Also müsste da eigentlich schon was auf die Reihe kommen. Naja, hauen wir mal einen Film rein. Tun wir uns richten, weil so gehe ich natürlich auch nicht hin. Noch duschen, Haare waschen. Bisschen rasieren vielleicht noch. Und dann schauen wir weiter. Gut. Sehen wir uns dann im Endeffekt abends wieder. Jo, ich hoffe, man sieht mich, wie man sehen kann. Ich schwenke mal rüber. Es ist dunkel. Ja, jetzt haben wir aktuell, jetzt mal von der Uhrzeit, 20 nach 6. Also, ja, Zeitumstellung, es wird halt dunkel. Und jetzt schauen wir einfach mal, wie sich die Canon EOS schlägt. Wie gesagt, ich habe ja Einladung gekriegt von Steffis Nichten, dass wir da zu so einer Veranstaltung gehen. Und da schauen wir mal, wie die Canon EOS sich eben schlägt. Und nachdem ich ja das günstige Objektiv dazu gekriegt habe, bietet es sich an. Ja, es ist ja, wie gesagt, keine super tolle Spiegelreflexkamera. Es ist ja auch als Einsteigermodell gedacht gewesen. Was habe ich gesagt? Ich glaube, Baujahr 1990, aber auch schon 40 Jahre. Ja, nee, Quatsch, Blödsinn. 90.
bin jetzt blöd zum Rechnen. Ja, 33 Jahre. Ja, 33 Jahre, jetzt haben wir es. Ich brauche ein Bier. Nee, 33 Jahre alt. Und naja, funktionieren tut sie immer noch wunderbar. Habe vorhin schon ein paar Katzenbilder gemacht. Habe ich ja schon eingeblendet gehabt. Ich hoffe, dass sie was geworden sind. Und ja, jetzt werden wir hier noch ein bisschen gemütlich zusammen sein. Und dann gehen wir mal rüber. Dann sehen wir uns dann gleich wieder. Jo, jetzt sind wir an der Steibinger Festhalle angekommen. Ich hoffe, man sieht mich überhaupt. Hier ist alles so dunkel. Und ja, ich blende mal ganz kurz ein. Da seht ihr es mal von außen. Schaut echt lustig aus. War ich hier echt noch nie. Und auf jeden Fall, wo wir dann ins Auto gestiegen sind, ja, mordsmäßig Schnee. Aber es hat ja sowieso schon Schnee angekündigt, schon seit 2-3 Tagen. Und jetzt ist endlich mal, fängt es schneien an, aber Allgäu halt, gell? Ja, jetzt baut gerade hier so ein bisschen die Bühne baut auf. Vielleicht mache ich da noch ein paar Videoaufnahmen dazu. Aber jetzt tue ich erst noch mal eine rauchen. Und ja, dann schauen wir einfach doch mal weiter. Gell? Also ich glaube, laut Counter kann ich noch 23 Bilder machen. Schauen wir einfach mal. Ich hätte doch einen zweiten Film mitnehmen sollen. Aber mein gut, ist halt so. Jo, gut, dann rauche ich mal einen. Langsam, ich hoffe, ihr könnt es mir verstehen, mordsmäßig laut. Und jetzt schauen wir doch einfach mal, was wir für schöne Fotos machen. Ein bisschen die Musik habe ich ja schon aufgenommen. Aber es geht ja in dem Fall jetzt um die Mädels, dass die ein bisschen ja, Tracht tanzen, wie auch immer. Und ja, das Bier schmeckt auch, das Essen war auch gut. Schauen wir einfach mal, was wir noch hinbekommen, würde ich sagen. Wetter ist ja eh scheiße draußen, also passt gerade wunderbar. Genau. Thank you.
Der Film ist voll, 36 Aufnahmen. Gut, ein paar Privataufnahmen sind so auch noch drauf. Ja, also war es heute wieder mal ein recht zünftiges Video. Hoffen wir, dass die Bilder was geworden sind. Ich werde es ja auf jeden Fall mal entwickeln. Vielleicht schaffe ich es heute noch. Und wenn nicht, mei, dann ist es halt so. Ja, ich werde noch den Abend etwas ausklingen lassen. Ich weiß gar nicht, ob man mich überhaupt sieht hier. Ich glaube, so ist fast besser. Ja, und dann schauen wir halt mal, wie die Bilder, wie gesagt, geworden sind. Und beim Fazit sehen wir uns wieder. Dann bis später. Ciao. Jo, die Bilder sind fertig und hat Spaß gemacht damit zum Fotografieren. Man muss allerdings dazu sagen, das wird auch als absolute Einsteigerkamera behandelt. Das gute Stück. Ich meine, ich persönlich, mich erinnert es ein bisschen an meine 1300D von Canon, was ich damals hatte. So vom Aufbau her ist es ziemlich gleich, aber die sind ja alle ziemlich ähnlich. Nichtsdestotrotz hat es Spaß gemacht damit zu fotografieren. Und ja, die Bilder sind auch ganz gut geworden. Was mir bloß aufgefallen ist, wenn der Blitz ist relativ stark, also wenn ich da relativ nah bin, also dann sind die Bilder schon teilweise, ich sag mal, überbelichtet. Das war ein bisschen blöd. Aber nichtsdestotrotz passt schon. Man kann gut mit der fotografieren, sie ist relativ leicht. Und ja, macht schon Spaß. Vom Preis her, sage ich mal, ich weiß gar nicht mehr, was ich dafür zahlt habe. War das mal in einem Konvolut bei eBay raus oder habe ich es so mal gekriegt? Ich glaube mal so 30, 40 Euro zahlt man für so eine Kamera, wenn sie noch in gutem Zustand ist. Ja, das reicht ja auch. Na naja, gut, das war jetzt mein sehr zünftiges Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, Daumen nach oben ist eh klar. Bleibt mir treu. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Gut Licht und bis dann. Ciao, ciao.